Hallo Leute, hier stehen wir also im Keller mit Algernon, der jetzt gleich unsere Waffen upgraden wird. Ich habe mir alle Waffen geholt, die sich upgraden lassen. Das sind in erster Linie die drei Hunting Rifles hier. Die werden, glaube ich, eine Scope bekommen. Die Assault Rifle sollte ein fettes Munitionsupgrade kriegen. Und dann noch unsere Desert Eagles, die wir hier haben. Auch die werden ein größeres Magazin bekommen und dann natürlich die Cattle Prod, die wird sowieso eine ganz neue Waffe. Das Super Cattle Prod wird wesentlich, wesentlich stärker sein. Nicht wesentlich. 12, 21? Ich glaube, die Super Cattle Prod hat. Naja, vielleicht hat sie 20 bis 30. Ja, doch, das ist schon ein ordentlicher Gewinn. Wir haben auf jeden Fall Vic seine Waffe abgenommen, weil der trägt die Hunting Rifles. Wir haben außerdem einen Großteil des Mülls entsorgt. Man sieht sie nicht ganz, aber ich stehe auf einem Berg von weggeworfenen Ropes. Wir haben insgesamt sechs Ropes weggeworfen. Wir werden vielleicht noch ein oder zwei im Spielverlauf brauchen, aber Zulik trägt sowieso noch welche rum, also das ist nicht so das Problem. Und Algernon hat sich hier in den hintersten Winkel verpisst. Oh. Dich kenne ich nicht. Ah. Vermutlich sollte man dich allerdings kennen. Oh. Microfusion Cells, immer gerne gesehen. Brauchen wir ja, um unser Auto anzutreiben und natürlich auch für die Late-Game-Waffen. So, und Algernon ist ein bisschen ein Trottel, aber er ist sehr gut im Waffen-Upgraden. Wenn ihr auch ein Trottel seid, also Intelligenz von 4 oder weniger, glaube ich, dann könnt ihr mit Algernon so ein Räuber- und Gendarm-Fantasiespiel spielen. Das solltet ihr aber nur machen, wenn ihr ihn schon alles upgraden habt lassen, weil er stirbt am Ende. Er tut so, als wird er getroffen und dann stirbt er tatsächlich. Also das nicht machen, bis Algernon all euer Zeug in den Händen hatte. Der Vorteil an Algernon ist, dass er all das umsonst macht und der Wert all eurer Waffen schon beträchtlich nach oben geht. Außerdem werden wir uns gleich noch einen Vorteil anschauen, sobald wir wieder ins Inventar wechseln. Give him your cattle prod. Thanks. So. Erstens mal haben wir viel zu viel geladen, weil all diese Sachen jetzt auch schwerer sind. Aber viel, viel wichtiger, wenn wir hier eine Waffe anlegen, sehen wir, hey, Ammo 20 von 20. Genauso auch hier beim Assault Rifle mit dem Expanded Magazine. 100 of 100. Das heißt, ihr bekommt sogar noch dazu Munition, die ihr vorher nicht hattet. So, hier also Desert Eagles mit den Expanded Magazines. Die Hunting Rifles mit dem Scope. Die werden wir jetzt Vic auch zurückgeben. Ich könnte ihm natürlich auch eine Assault Rifle geben. Die Frage ist, traue ich Vic mit einer Assault Rifle? Und ich glaube, die Antwort darauf ist Nope. Absolut nicht. Vic, können wir dir noch irgendwas auf die Schnelle mitgeben, was du für uns trägst? Bin mir nicht sicher, ob wir all diese Doctors Papers und so weiter jemals wieder brauchen werden. Aber halt mal diesen Wrench für uns. Dann bekommen wir nämlich die Leather Armor zurück, die wir jetzt auch dann verkaufen können. So. Ach Gott, wirklich, du trägst einen Pfund zu viel? Na gut, dann schauen wir mal, was du mir noch geben kannst, was möglichst wenig wiegt. Wie viel wiegt so ein Magazin? 2 Pfund? Na bitte. Gut. Du, ah, das habe ich mir nicht gemerkt, hast du auch genug Munition? Du solltest eigentlich genug Munition haben. Ich könnte dir ansonsten natürlich noch. Ah, nein, könnte ich nicht, weil das wiegt wieder zu viel. Es wäre natürlich noch eine Möglichkeit, hier aus der Hunting Rifle die restliche Munition auszubauen und die Vic zu geben. Aber ich glaube, mit seinen gut 160 Schuss wird er jetzt auch noch eine Zeit lang mitkommen. Passt. So, was wir aber machen werden, ist, wir werden hier die 100 Schuss aus der Assault Rifle ausbauen und die darf mal Zulik tragen. Zulik sollte eh, seit ich ihm die Ropes abgenommen habe, sehr, sehr wenig zu tragen haben. Naja, sehr wenig ist eine Untertreibung, aber es geht. Und dann nehmen wir auch gleich noch das Magazin. Wieso nicht? So. Passt. Jetzt werden wir noch einmal zu Eldritch schauen und uns ansehen, was der für uns bereithält. Auch wenn ich nicht glaube, dass sich da viel getan hat.
So, hier schnell raus. Leute. Ha, die Hunde schreien irgendwie erst, als wir schon raus sind. Okay, tolle Wachhunde, Eldritch. Ich habe Sulik das Computer Voice Module gegeben. Das heißt, wenn wir hier Eldritch wieder ansprechen, dann können wir ihm noch eins um 3000 abkaufen, weil wir es quasi nicht im Inventar haben. Deswegen aufpassen, falls ihr einem Companion das mitgegeben habt, dass ihr das nicht umsonst wieder zurückkauft. Und ich glaube, ich werde meine Red Axes zurückkaufen, einfach nur weil sie leicht zu tragen sind. Für 2000. Und ich gebe dir eine Scoped Hunting Rifle dafür. Huhuhu, ja, das ist alles sehr, sehr viel wert. Hast du vielleicht noch irgendwas an Munition, was Interessantes? Da wäre noch Munition für Vic, da wäre auch noch Munition für Cassidy. Obwohl Cassidy ehrlich gesagt keine Munition braucht. Nein, wir sollten eher schauen, dass sich das vielleicht irgendwie so ausgeht, dass wir unsere dumme Desert Eagle Munition loswerden. Die braucht nämlich wirklich niemand. Nicht so ganz. Na gut. Besser wird's nicht. Geben wir ihm eine von den Scoped Rifles. Für drei Red Eggs, die sind wenigstens leicht im Inventar zu tragen. Und dann war's das mal für Eldritch. Und jetzt werden wir eigentlich nur noch zu unserem Auto gehen. Beziehungsweise dorthin gehen, wo unser Auto war, und dann drauf kommen: Hey, es wurde uns gestohlen. Wir könnten nochmal zu Renesco schauen, aber ich weiß nicht, ob ich seine Stimpaks und sonstigen Sachen im Moment brauche. Ich glaube ja nicht. Wir wollen auf jeden Fall auf dem Weg zurück zum Startbildschirm noch eine andere Abzweigung uns ansehen. Nämlich, wenn ihr hier am Shark Club vorbeigeht. Dann gibt es hier noch einen Ostteil, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Der ist auch im Moment nicht wichtig, aber wir decken ihn einfach mal auf, damit wir später, falls wir zurückkommen, gleich hierhin fast traveln können, falls es nötig sein sollte. Das ist nämlich der Bereich der Stadt, in dem die Familie Wright ist. Hier, das ist das große Wright. Naja, Anwesen will ich fast nicht sagen, weil es ist fucking runtergekommen, aber ja, hier lebt die Familie Wright. Ansonsten, außer den Wrights, ist das ein absolut unspannender Stadtteil. In New Reno, wir werden uns damit noch befassen, wenn wir uns dann die ganzen Quests anschauen, geht es eben darum, dass es große Bandenkriege zwischen insgesamt vier Familien gibt. Hier haben wir den Shark Club mit den Bishops, daneben hatten wir Salvatore's Bar mit den Salvatore's, dann die Wrights in ihrem eigenen Stadtteil und hier die Mordinos im Desperado Club. So, und hier ist unser Auto weg, sobald ihr diesen Bildschirm mal verlasst. Wenn ihr zum ersten Mal mit dem Auto hergekommt und nur das erste Mal, dann ist euer Auto weg und wir werden hier mal Jules anfacken und ihn fragen, was er gesehen hat. I fucking dare you. Sounds like a lot of shit to me. Und Jules lässt sich super einschüchtern und bringt uns hierher, auf eine Map, die man sonst eigentlich nicht betreten kann. Wo ein Haufen von selbsternannten Mechanikern und Ingenieuren unser Auto gestohlen hat. Und wir werden diese Leute jetzt sowas von absolut zerrecken. Das Problem ist, wir sind so overleveled, dass die meisten wahrscheinlich weglaufen werden. Das heißt, ähnlich wie bei den Vanamingos, wenn wir vermutlich einen etwas zacheren Kampf vor uns haben, aber schauen wir mal. Wir reden hier mit T-Ray, fucken ihn genauso wegen dem Highwayman an. Make some adjustments. Oh, stimmt. Kannst du nicht auch unser Auto upgraden? Jazz up the engine, clean out the interior. Ha, kann ich dich dazu bringen? Let's talk about Mr. Bishop's car. We can do all the upgrades. Stimmt. Ich sollte dich eigentlich dazu bringen, dass
Auto abzugraden und sie dann erschießen. At least 3000 chips. Uhuhu. I will take the car for no charge. Mr. Bishop will permit you to continue your operation. Könnte man versuchen. Free batteries from your shop. Sure, not a problem. You have received a free supply of car batteries. Cool. Okay, also hier haben wir noch 750 XP aus dem Typen rausgelabert. You successfully tricked T-Ray. Cassidy has gained in some abilities. Nice. Und jetzt? Sure, I can jazz up. Bum, 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 bum. Here's 500 chips. Jetzt holen wir uns mal das richtige Upgrade. Can I see what you have in stock? Okay, also ich nehme an, wir haben uns jetzt schon von ihm... Nein, wir haben Microfusion Cells, aber eigentlich sollte T-Ray auch Small Energy Cells mit sich rumtragen. Ich hoffe, die hat das nicht verloren, dadurch, dass wir vielleicht auf sein Inventar zugegriffen haben oder sonst irgendwas verändert haben. Also wenn ihr hier einfach reinkommt, Guns Blazing und T-Ray über den Haufen schießt, dann hat der ein paar schöne Small Energy Cells. Und ich meine, das ist ja eigentlich der Grund, wieso wir all diesen Blödsinn machen. Nämlich, dass wir uns hier die Small Energy Cells holen. Ich hoffe also, wenn wir hier fertig sind und all diese Leute erschossen haben, dass wir dann auch noch Small Energy Cells bekommen. Ich meine, der ganze Trick mit den gratis Batteries und so weiter, das ist süß. Das sind offensichtlich Microfusion Cells, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Was ironisch ist, weil Microfusion Cells eigentlich viel, viel mehr wert sind, insgesamt. Aber es ist halt nicht gerade das, was wir brauchen. Vic, hast du gerade mit einer gescopten Assault Rifle? Obwohl, nein, das kann sein. Ich glaube, der Scope macht die Assault Rifle vielleicht sogar schlechter auf kurze Distanzen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. So. Ja, hier rennen die Leute schon vor uns weg, soweit sie können. Was nicht weit sein wird. Sieht aus, als würde der Typ sich nochmal anders überlegen. Und da wurde er gesniped. So. Uhuhuhuhu. Schön. Okay, die Frage ist, können wir dich noch einholen? Also wenn wir jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Runden erwischen, dann lassen wir ihn einfach wegrennen. Weil die Zeit hat ja niemand. Ja, ich glaube, er wird immer genau aus der Reichweite. Ah. Vielleicht auch nicht. Seriously? Ah, okay, es geht sich um eins nicht aus. Naja. Oh, jetzt aber. Jetzt ist er in dieselbe Richtung wie wir gelaufen. Das war dumm. Und jetzt werden wir ihn vermutlich sogar mit einem gezielten Hieb treffen. Vermutlich nur auf den Kopf. 78. Ah, es tötet ihn nicht mal. What the fuck? Man muss den Leuten von heute wirklich schon direkt in die Augen schlagen. Wollte gerade schießen sagen, aber das ist nicht gerade das, was wir tun. Ja, fuck it. Dann renn halt weg. Wenn wir dich beim Rausgehen kriegen, soll es sein. Wenn nicht, dann nicht. Wären wir noch kurz dahin, dass wir die beiden dazu bringen, nochmal kurz in den Kampfmodus zu wechseln und abzuhauen.
Gut. Was hast du dabei? Geld, nicht so schlecht. Ranch, auch nicht so schlecht. Kann man nicht verkaufen. So. Bitte, 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 T-Ray, hab noch deine Small Energy Cells. Ich meine, angenommen, er hat sie jetzt nicht. Und er hat sie nicht. Wir kriegen natürlich einerseits unsere 3000 Geld zurück, aber. Fuck, haben wir wirklich keine Small Energy Cells bekommen? Ich bin schwer im Überlegen, ob ich das vielleicht. Ja, ich meine, ich mag es auch nicht reloaden aus dem Grund, weil ich das Level Up eigentlich sehr cool finde und dass Cassidy ein Level Up hatte auch. Und wenn ich jetzt reloade, heißt das nicht, dass wir dann dasselbe Level Up für Cassidy bekommen. Andererseits brauchen wir wirklich, wirklich Small Energy Cells. Ich check jetzt noch ein paar Sachen hier, ob es vielleicht, ob das Spiel es vielleicht quasi woanders abgelegt hat. Aber es schaut so aus, als wäre das wirklich einfach aus T-Rays Inventar verschwunden. Was super zart wäre. Weil ich habe vor, zurück in den Norden zu gehen, aber dort kriegen wir mal sicher keine Small Energy Cells. Das heißt, wenn überhaupt, müssten wir nochmal zurück in die NCR schauen oder vielleicht. Ich weiß nicht mal, ob Broken Hills welche hat. San Francisco wäre eine Möglichkeit. San Francisco ist halt auch super teuer. Ich meine, das soll nicht das Problem sein. Wir schwimmen ohnehin im Geld. Aber ich wollte eigentlich jetzt nicht noch einen Umweg machen, nur für die Munition. Ich meine, das ist schon der Umweg für die Munition, den wir machen. Deswegen, ja, irgendwie uncool, dass dieses Event scheinbar alle Small Energy Cells zu Microfusion Cells macht. Weil ich glaube, Microfusion Cells hat T-Ray ansonsten nur sehr, sehr wenige. Auf jeden Fall keine 150. Aber dafür hat er halt 150 oder 200 Small Energy Cells und die sind jetzt irgendwie durch den Rost gefallen. Ich nehme mal dabei alles mögliche Zeug mit. Ja, das werde ich bis zum nächsten Mal überlegen, wie genau wir das machen. Ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, das zeige ich euch jetzt nicht hier, all diese Schränke hier aufmachen. Die meisten von ihnen sind nämlich, glaube ich, leer. Genauso wie auch hinten diese Workbenches. Und werde ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Vielleicht liegt es im Trunk. Ich meine, das wäre sehr obskur, aber schauen wir mal, ob zufällig irgendwas im Trunk liegt. Nein, nicht wirklich. Aber den könnten wir eigentlich langsam auch mal befüllen mit Bullshit. Aber ja, ich werde diesen ganzen Bildschirm hier mal plündern. Und dann mal überlegen, was wir machen. Ich muss mir anschauen, ob Eldritch vielleicht Small Energy Cells haben, hat. Dann könnten wir einfach ein paar Tage resten und dann zurückkommen zu ihm, wenn er restockt hat und schauen, ob wir das Glück haben, dass er gerade Small Energy Cells lagert. Aber wir brauchen auf jeden Fall welche, weil wenn wir uns hier Sulik anschauen. Ja, er hat schon nicht mehr seinen Ripper voll nachgeladen. Nur noch 29 von 30. Und wir brauchen ja auch Small Energy Cells. Das heißt, ein paar hundert zu kriegen wäre nicht so schlecht. Aber ja, das überlege ich mir alles bis zum nächsten Mal, wohin wir dann gehen für unsere Munition. Das war es auf jeden Fall fürs erste Mal in New Reno. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch einen kurzen Ausflug zu Eldritch, um zu schauen, ob er gerade Small Energy Cells auf Lager hat. Ansonsten vermutlich doch nochmal zurück in den Süden. Nicht sicher, ob ich das dann recorden werde. Vielleicht lasse ich das auch einfach aus. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder, wenn ich auf dem Weg in den Norden bin, den Den ausräuchern, falls wir dafür schon stark genug sind, und die Abbey und Vault City großteils abzuschließen. Das ist so der nächste Plan für die kommenden 2, 3 Videos. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.